Hi, meine Freunde, da sind wir wieder an einem wunderschönen Sonntag. Mittag, kann man schon sagen, hier live aus der Rocket Beans Quarantäne, Heinrichstraße 15. Hier geht's richtig ab. Ich freue mich, dass ihr da seid. Danke an Max aus der Regie, der mir das hier alles gerade freigeschaltet hat, sodass ich mit euch spielen kann. Hier ist mein alter Charakter mit neuer Kopfbedeckung. Ich habe mir so einen Topf aufgesetzt, weil's geht. Damit kriege ich aber auch irgendwelche Perks. Ich habe es schon wieder vergessen. Was habe ich gemacht gestern, während ihr euch das restliche herausragende Rocket Beans Programm angeguckt habt? Kann ich euch sagen, ich war zu Hause und habe erstmal nicht Nioh gespielt. Dann am Ende habe ich es aber doch nochmal ausgepackt und habe 2 Stunden lang mir dieses Gebiet, in dem wir eben waren, zu eigen gemacht. Zu meiner Bitch habe ich es gemacht. Guckt's euch an, da ist nichts mehr von wegen hier so Säure, See und Scheiße. Jedem von diesen Typen habe ich mindestens 3-mal die Hucke versohlt, aber sowas von. Und habe mir 1-2 Level gegönnt und habe auch überlegt und ausprobiert, welche Waffen jetzt eventuell geeignet wären. Ich habe mich jetzt mal für, also zum einen natürlich einen sehr guten Bogen. Seht ihr schon, der ist richtig gut. Der ist mir gewogen. Außerdem ein Luntengewehr, was ich nie benutzen werde. Aber man weiß ja nie, ne? Aber das sind nicht die wichtigen Dinge, sondern ich habe jetzt hier diese zwei, das sind die 2 Schwerter, genau. 2 Schwerter genommen aktuell und die sind auch dämonisch verflucht. Die kann ich mir also auch so aufleveln. Die sind dann halt eher für das schnelle Schnetzeln. Und dann habe ich natürlich noch die große Axt. Warum habe ich jetzt diese Waffen genommen? Weil ich habe geguckt, ob ich irgendwelche Gift abweisenden oder besonders für Schlangen zu benutzenden Waffen habe. Habe ich nicht. Ich habe auch sonst nichts, was da jetzt wirklich prädestiniert wäre. Und deswegen habe ich mir gedacht, ach komm, mit dem kämpfe ich jetzt nicht. Ich gehe einfach direkt zum Endgegner. Habe ich mir gedacht, baue ich mir mal so ein Set zusammen. Er hier. Ach komm, ich wollte dich doch nur zeigen. Wollte ich zeigen, dass der jetzt keine Flüssigkeit mehr hat und deswegen da so vor sich hin quabbelt. So. Oh, die Katze mitnehmen. Das ist ein sehr guter Punkt. Könnte ich tatsächlich, aber ach, ihr seid aber auch alle heute nervig. Aber was war denn nochmal? Wo war die Katze nochmal? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Naja, gucken wir uns erstmal den Endgegner an. Ich erwarte ihn nicht direkt zu erledigen. Aber ich glaube, ich habe bessere Chancen als vorher. Na gut, das war schon ein schlechter Einstieg. Da habe ich gerade. Gerade die falsche Itembelegung gehabt. So, wir gehen jetzt erstmal so ein bisschen links-rechts. Dadurch, dass die Seen hier ausgetrocknet sind, kann ich ja wunderbar hin und her laufen. Da können wir mal gucken, was die so für Angriffe hat. Also, vor allen Dingen ist es dieser nervige Schlangen in den Schlangenuntergrund, genau. Tunnel Snakes, so nenne ich ihn. Der Tunnel Snake-Angriff. Alter, das war knapp. Dann dieser Wirbler, der ist fies. Diese Kristalle oder was das ist, irgendwelche Giftstachel, die sind offen gesagt kein großes Problem. Problem ist eher, wenn er in den Yukai-Modus wechselt und alles schlimm, schnell und gefährlich wird, weil dann, da muss man aufpassen, sobald man nah dran ist, kommt dieser Wirbler. Denn dann können diese Schlangen auch aus der Erde raus und einem auf den Sack gehen. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich die Axt genommen habe. Weil die hat so in der mittleren Einstellung, glaube ich. Ich muss gleich noch mal gucken, vielleicht irre ich mich. Ist es die? Nein. Ist es wahrscheinlich die obere Einstellung. Hat die so einen wunderschönen Hochschlag. So einen doppelten Hochschlag, den ich, glaube ich, hier ganz gut benutzen kann, um auf die Kristalle zu um auf die Kristalle zu schlagen. Gucken wir mal, ob das was bringt. Alter, das war ja überhaupt nicht ausreichend. Müssen wir noch mal gucken. Ansonsten muss ich vielleicht wirklich das andere lange Schwert von gestern auch noch nehmen. Das hat auf jeden Fall funktioniert, aber das war schon auch derbe langsam. Und das hatte nicht so viel Power, glaube ich, gefühlt wie dieser Schlag hier. Okay, so, es geht also doch, wenn man es nur ein bisschen timet. Wie ihr seht, habe ich auch meine Yokai, nee, das sind ja keine Yokai, ne, meine Schutzgeister oder so, habe ich mir alle aufgeladen oben. Links seht ihr das. Ich heb die mir aber auf, bis ich wirklich eine Chance sehe, quasi mit den Schutzgeistern als Finisher da irgendwie was zu reißen. Weil das kann ja halt echt schnell gehen und dann ist man tot und dann muss man die Scheiße wieder aufladen. Ah. Da
aufpasst, hätte ich jetzt auch besser machen können. Oh ja, den habe ich ganz vergessen. Einmal die Schlangenarme. Oh, jawohl, da kommen die Tunnel Snakes. Ach, das war dumm. Da habe ich aber auch genau eine Sekunde zu lang irgendwie rumgestanden. Und sobald man einen Fehler macht, man wird gnadenlos bestraft. Ah, seht ihr, das ist noch ein Problem. Ich muss das Zurückrollen an der Stelle lassen. Und jetzt ist er leider schon im Yokai-Modus und jetzt wird's unangenehm. Ich versuche einfach mal, das habe ich irgendwie noch nie ohne Schaden überstanden bisher, auch beim Üben gestern nicht. Ja, weil er, also man, wirklich, der Radius, der hier abgedeckt wird vom Gegner, ist halt einfach eine ganz schöne Frechheit, wenn man mal ehrlich ist. Ich kann ja eigentlich nichts machen. Ich kann nur rennen und das bringt auch nichts. Und ich meine, wenn man sich verteidigt, verliert man auch Ausdauer. Egal, was man macht, es macht nichts. Ich hoffe einfach, dass das jetzt schnell vorbei ist. Ich habe auch nicht erwartet, dass ich es jetzt heute schaffe. Also zumindest heute natürlich, aber nicht bei der Geschichte, nicht beim ersten Versuch. Ah, oh Mann, das ist halt auch jetzt ein bisschen ärgerlich, dass die Kamera so ungünstig ist. Ne? Das ist echt hart. Na endlich. Aber jetzt hat sie natürlich wieder volles Ki, volle Ausdauer, volles Stresspotenzial. Ach, jetzt bin ich ja wieder in der unteren Kampfstellung. Ah! War knapp. Okay, das war ausnahmsweise mal knapp genug. Aber ich sehe schon, ich habe nicht genug Energie, um das jetzt wirklich zu schaffen. Da müsste ich schon auch viel Glück haben jetzt noch. Ja, 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 das muss perfekt sein. Sonst landet es wirklich eher auf der anderen Seite, der ganze Shit. Dann kriege ich nichts hin, nehme Schaden und ich habe mir einfach keinen Vorteil erschafft. Mann! Okay. Jetzt habe ich aber echt ein Problem. Ich gebe trotzdem mal nicht auf. Mal gucken, wie lange ich hier mich noch halten kann. So, komm, mach doch mal einen ordentlichen Angriff. Ja! Wir merken, es hilft, bei dieser Geschichte am Ende einmal zu blocken, sofern ich noch Energie habe. Na okay, bei denen muss man wohl rollen. Na gut. Ihr fragt, die Arme hatten doch gerade auch Lebensbalken, kann er die nicht abhacken? Jemand anders sagt, der Trick ist in Phase 1 immer wieder beide Arme runterzukloppen, aber nicht zu töten. Immer von der Seite angreifen, dann kannst du sie in Phase 2 schneller killen. Und er wechselt wieder. Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Aber es passiert so viel, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich das schaffe. Aber ja, klar. Werde es mal versuchen. So, noch kann ich die Arme nicht anwählen. Doch! Oder ist das doch nicht die Arme, oder? Naja, da werde ich mich jetzt nicht beschweren. Ach, komm! Das ist halt echt Stuhl, ey. Meine Dämonenaxt ist jetzt aufgeladen. Das heißt, die ist jetzt richtig extra schlimm, ne?
Ich habe die Arme irgendwie noch nicht so richtig anvisiert. Da, jetzt habe ich einen. Doch. Okay. Der hat nicht mehr viel. Das ist doch eigentlich ganz gut. Achtung. Deckung. Ah, okay. So. Und jetzt soll ich die Schlangenarme killen. Okay. Das klingt mir wie ein Plan. Ich muss sagen, es gefällt mir gleich viel besser, wenn ich mal angreifen kann und weiß, dass ich einfach was tun kann dagegen. Ne? So, und wenn die jetzt weg sind, war's das dann? Für sie nicht. Schnell, schnell, nimm was, nimm was! Oh, okay. Oh, das war knapp. Ja, das war, das habe ich auch verdient. Dafür war ich echt ganz schön zu frech gerade. Alter, weg, 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 weg! Überall ihr eure Scheißdinger, ey! Das ist gar nicht so einfach, die auch noch. Shit. Die auch noch alle wegzumachen. Fickerei! Okay, jetzt habe ich so ein bisschen Panik. Aber ich muss mich gedulden. Na, endlich. Oh. Tunnelsnake! Shit. Shit, shit. So. Zack, zack, zack. Schön die ganze Zeit immer auf die Guschen. Oh nein, das hat nicht gereicht. Die Arroganz ist real. Das war ein Riesenfehler. Ah! Das war doch so gut. Und jetzt habe ich auch noch meine geile Scheiße verbraucht.
Oh, ich muss gleich mal gucken. Kann ich die nicht auch angreifen? Wenn die hier jetzt kommen? Okay, dann müssen wir gleich mal gucken. Komm, mach das nochmal. Ja, okay. So, komm, wir probieren das mal aus. Mann. Okay, das scheint irgendwie nicht zu gehen. Kamera. Das wird nicht der Run, aber ich probiere mal ein bisschen aus diesmal. Nee, das bringt scheinbar wirklich nichts. Ich muss die anwählen. Geht halt nur nicht immer. Oh, das war ein richtig fetter Treffer. Ich habe den Arm abgehackt. Also wenn ich die alle mache, das ist ja interessant, dann sind die richtig weg, ne? Die Schlangen. Oh. Ach komm! Na, da wächst ihm einfach wieder so Schlangearm. Alter, zweimal auf die Ömmel. Und da kommt noch ein Schlag. Wie bestellt, so geliefert. Okay. Shit, diese dreckigen Schlangen. Das war sehr knapp. Ah! Ich hab halt einfach. Ach so, ich stehe auch in dem Scheißring. Mann, ich wundere mich die ganze Zeit, wo bleibt meine fucking Energie? Okay, komm.
Mann! Ah, schön auf die LED-Leuchte draufgezwirbelt. Ah, 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 ah. Oh, shit. Shit, shit, shit. Riesenfehler war dieser Move. Habe ich noch irgendwas Gegengift? Ja, komm. Hat er das Gegengift genommen? Nein, natürlich hat er es nicht genommen. Ne, der Ficke wegen dem scheiß Gegengift, so eine Kacke, ey, das kannst du doch nicht machen. Ah. Das war ein zweiter, wie ich finde, ganz anständiger Versuch. Und nun kommt der dritte und letzte. Ja, ich hab's kommen sehen und ich hätte einfach L1 drücken müssen, statt Rollen. Das Rollen ist einfach so Dark Soul-ig drin, aber es ist eigentlich ein Fehler. Also zumindest gibt's echt solche und solche Situationen. Okay, das war auch kein guter Anfang, aber naja, schauen wir mal, ne? Immerhin ist mein Dämon jetzt wieder aufgeladen. Das heißt, sollte ich irgendwann mal in eine Situation kommen, wo er nur noch so ein Viertel Energie hat, würde ich dann versuchen, den zu benutzen. Jawohl. Ja, hätte ich jetzt auch echt verdient gehabt, ne? Ja, Mann, wenn du einmal aus dem Takt kommst. Da war ich zu schnell. Das tut so weh, ey. Wenn die einen dann doch noch mit diesem fiesen Schwanzschlag erwischt. Und die kleine scheiß Babyschlange hält sich halt irgendwie so dran. Jawohl, das war mal eine seltene, gelungene Aktion. So. Jetzt. Ah, okay, ich wollte sie mir holen.
Komm. Was bringt mir hier eigentlich der... Ich probier's mal aus, der Dämon. Ah, der zieht wirklich, wie erwartet, voll wenig ab, ne? Naja, aber jetzt weiß ich's. Aber vielleicht kann ich mich immerhin über diese Stufe damit retten. Oh, das war hardcore. Na gut, auch wieder ein guter Versuch, aber leider, ja, meistens auch die Fehler vom Anfang. Die reißen einen dann zurück. So, das muss aber eigentlich machbar sein. Das sah eigentlich bisher schon ganz ordentlich aus. Leider habe ich jetzt wieder meinen Dämon verloren. So. Ah, geh weg! Nein! Tunnel Snakes! Mann, kannst du mal bitte richtig hüpfen und schlagen? Okay, das war der Adler, den habe ich mir auch reingeholt, weil ich dachte, eine Schlange und ein Adler, das ist doch die geile Konterwaffe eigentlich. Aber bisher konnte ich es noch nicht ausprobieren. Komm, ah, natürlich, es war ein harter Move, ey. Guck dir an, alles ein Move, ein Move! Ein Move. Ein Move nur. Zu lange bei der Schlange. Ich bin. Okay. So, ihr habt mich gerade mal dran erinnert. Ja, stimmt. Ich muss wirklich den Key-Impuls mehr machen. Das habe ich echt. Es ist so einfach, ja, guckt's euch an. Ich bin halt zum Großteil. Naja, komm, da kann ich immer neu anfangen. Mach doch jetzt! Bin ich mit Dings beschäftigt, mit Ausweichen und schnell noch irgendwie wegkommen. So. Was meine ich? Ist doch scheiße! Ich gebe mir so viel Mühe, hier cool zu sein. Okay. Das läuft ja gerade richtig scheiße schon wieder. Ah, Key klappt gar nicht. Das war's. Okay. Ja, jetzt habe ich's mal hingekriegt. Mit dem Key-Impuls. Ich muss es halt mir fast schon einhämmern, dass ich es nicht vergesse. Aber die Axt ist halt einfach auch sonst zu krass so. Also die nimmt einfach zu viel weg.
versucht, diese Dinger noch schnell mitzunehmen. Die bringen ja meinen Schutzgeistern extra Fettpunkte. Seht ihr hier oben? So, kann ich jetzt mal aufhören. Wollte ich diesen Kreis nur holen. Das war falsch. Das passiert eigentlich nie. Vergiftet! Ja. Schon wieder vergiftet! Ich gebe nicht auf! Na gut, ich gebe auf. Hallo, lieber Chat übrigens. Was schreibt ihr? Versucht den Armen aus dem Boden nach dem Ausweichen einen Schlag mitzugeben. Das habe ich schon versucht, das geht nicht. Also, bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es probiert, er visiert sie aber nicht an. Ja, müssen wir mal, warte mal. Ach, da lang. Müssen wir noch mal gucken, wie das gleich läuft. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Der Grund, ich habe häufig gelesen, warum ich weiter diese Axt nehme, ist, weil die Axt halt sehr hoch schlägt. Ich muss diesen Kristallkopf, oh komm, Alter, das muss echt nicht sein, diesen Kristallkopf treffen. Und dieser Doppelschlag ist tatsächlich eigentlich dafür ganz gut geeignet. Und vor allen Dingen macht die Waffe eben auch, also auch einen beachtlichen Schaden. Das ist jetzt mal der Schaden auf klein. Und das wäre immer noch mehr als bei den meisten kleinen Waffen auf hart. Ah. Fuck, ey. Da kann ich dich wirklich nicht leiden, wenn du so bist. Gönne mir doch mal eine Atempause.
Dich mach ich jetzt noch. Wie sich der Arm wegschlängelt. Nein! Ja, klar! Man kann das halt echt schaffen. Ich hatte die doch jetzt schon am Anfang so easy am Ende. Es ist halt so easy eigentlich. Es ist wirklich verdammt einfach. Einfach nur ausweichen, 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 die Rüstung zuschlagen. Und irgendwie diese Scheiße mit den blöden Extraschlangen machen. Das ist wirklich unnötig, dieser Scheiß jedes Mal. Ich weiß noch nicht genau, wie das bei der Schlange mit dem Wuchtkonter ist, ob ich den hier überhaupt benutzen kann. Den hier. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn, glaube ich, bisher. Dazu muss die Schlange ja auch rot werden. Ich kann mich gerade nicht erinnern, wann sie das wird. Ihr seht schon, nah dranbleiben bringt auch nichts. Fick, ey. Ruhe und Gelassenheit. Was geht ihr mir auf den Zeiger, Leute? Ey, warum? Ich hab doch die ganze Zeit Schild gehabt. Ich hab das Gefühl, dass nur der Erste vom Schild und danach werde ich getroffen. Das macht mich gerade fertig. Die macht mich gerade echt fertig, die Schlange. Okay. Ruhe.
Zum Glück habe ich ja heute 8 Stunden. Das kann ja eigentlich nur besser werden, ne? Warum habe ich das Vieh auch nicht gestern geübt? Ich hatte gestern noch so viel Zeit. Warum habe ich es nicht einfach richtig geübt? Okay. Alter. Okay. Scheiße. Leider gar nichts gebracht, ne? Okay, ich nehme jetzt mal eine andere Waffe, komm. Ich glaube zwar nicht, dass das was bringt, aber ich muss jetzt einfach mal eine andere Waffe nehmen. Ich probiere es jetzt mal mit dem Doppelkatana. Die Katana sind scheiße. Die kann man sich sparen. Ich könnte die Katanas jetzt mal austauschen gegen irgendwas anderes. Die sind cool, nur halt jetzt nicht. Nicht gegen den. Das Riesenschwert nehme ich vielleicht. Der Speer. Der Hammer hat natürlich auch so ein Ding. Ich hatte ja vorhin die Blutspinnenklinge. 200, mal gerade gucken. Was hat denn hier
257, 246 ist da schon eigentlich ganz gut. Ja. Ich probier's nochmal mit der. Ich habe die gestern, wie gesagt, schon gehabt. Die ist auch nicht schlecht, sicherlich. Aber mit der bin ich nicht so vertraut. Naja, ich muss sagen, das ist schon der bessere. Den hätte ich vielleicht von Anfang an nehmen sollen. Das ist wirklich besser. Das dauert einfach nicht so lang. Okay, danke für den Tipp. Ach, der Tipp kam gar nicht von euch, ne? War mein Tipp. Danke, Simon. Hast sehr gut gemacht. So, jetzt muss ich nur noch, jetzt kann ich auch ein bisschen mehr darauf achten, dass ich meinen Ki wieder regeneriere. Ich habe das Gefühl, das lag so ein bisschen auch an der Axt. Jawohl. Da wird sie gleich sauer, weil sie merkt, dass der Simon plötzlich enorme Skills abrufen kann. Das ist wie Rocky in der, weiß ich nicht, 16. Runde. Simon K. Scheiße. Simon K. Simon K. Simon K. 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 Scheiße. Okay, schnell, Energie. Oh, Schild, falsche Haltung. Schild. Mach mal einen langen Arm, ey. 2 Meter Abstand. Zack. Auf den Schädel. So. Die Birne ist reif. Das war der Fehler. Ich habe ihn wirklich mit Ankündigung 3 Sekunden vorher habe ich schon gewusst, das war ein Riesenfehler. Alter, das muss ich mal lassen.
toll. Wieder falsche Haltung. Ja, natürlich. Wenn ich das mal, diese kleinen Fehler, ne, wenn ich die einfach mal lassen würde, wäre ich schon einen ganzen Schritt weiter. Jetzt gucken wir mal. Nein, ich hab das ja gar nicht. Ich wollte mein Schutzgeist und so. Aber ich hab den ja noch gar nicht aufgeladen. Mann. Es war doch halt echt schon so knapp. Ein, zwei Fehler. Okay, aber das war doch schon ganz gut. Ich muss mal gucken. Ah, was kann ich hier eigentlich noch kaufen? Ich habe 7 von den Dingern. Elixiere. Vielleicht, ich muss mir auf jeden Fall mal, auch wenn es mir wehtut, den Stein rausnehmen und irgendwas anderes reinpacken. Wie zum Beispiel das Gegengift brauche ich eigentlich selten, ne? Brauche ich selten. Habe ich da nicht irgendwas anderes? Verunreinigung, ja, okay. Moment, zu erzeugen. Versucht man ein gewöhnliches Fest? Nee, aber das ist egal. Was sagt ihr eigentlich? Schade, nice. Da ist noch genug Zeit. Skillpunkte ausgeben, Onyo-Magie. Ach stimmt, ich habe unten ja auch noch Skillpunkte. Das machen wir gleich mal. So, werde ich ab und zu gelähmt?
Nee, ich bin nur, ich bin quasi müde. Ausdauer bräuchte ich mehr. Irgendwas, was meine Ausdauer. Erhöht heiliges Wasser. Ja, Tiere-Generation. Seht ihr? Und schon habe ich was. So, die Schießpulverbombe. Reinheitstal, ich meine, den muss ich auch noch häufiger benutzen. Gegengift. Die Bomben nehme ich mal mit. Ich meine, die bringen mir nicht so viel, aber man weiß nicht. Ja, die Asche. Neutralisieren. Feuer. Bei Benutzung fügt er nahen Yokai hohe Ki-Schaden zu und sammelt Reinheit auf dem Ziel an. Weiß gerade nicht so genau, wie gut das wirklich ist. Shuriken, spare ich mir, ne? Na komm, ich nehme sie mal mit rein, aber ich erwarte nichts. Vorübergehend die Amrita. Nee. Aha, Wasser, Blitz. Oh, die. Ja, eigentlich, ne? Ich könnte mal die Katze ja mal mitnehmen. Erhöht Anima deutlich. Brandangriffe. Okay. Scheinbar habe ich nicht mehr als das jetzt. Aber das ist ja auch schon ein bisschen was. So, jetzt muss ich noch mal gucken. Diese Klinge hat sich sehr bewährt. Brauche ich dann überhaupt die Dämonenaxt? Oder sollte ich die einfach, einfach rausnehmen? Ich glaube, ich nehme die einfach raus. Ich könnte das hier noch mal versuchen. Wenn ich halt irgendwas hätte. Was? Ah ja, warte mal, das ist eine gute Idee. Genau, ich nehme die kleinen Schnellen für die kleinen Yokai, für das Yokai-Reich sozusagen, wenn es so farblos wird, dann nehme ich jetzt lieber mal die kleinen, schnellen Klingen. Da kann ich dann hin und her wechseln, dann verwechsel ich auch nicht ständig die Haltung. Okay, das ist okay soweit. Habe ich hier noch irgendwas, was gegen Gift ist? Ich habe das meiste ja auch verkauft, aber ich habe auch geschaut und hatte nichts. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich irgendwas Wichtiges. Laufgeschwindigkeit. Ausrüstung, Omnium, Magiekraft. Ich nehme mal wegen der Laufgeschwindigkeit die Raufbold-Beinschienen. 53% Gewicht, das ist alles noch völlig in Ordnung. So. Und, ja, nö, das war's. So, ich kann aber auch noch hier irgendwas drin. Warte mal, was war's? Wo mache ich das noch? Ach ja, hier. Immer vergesse ich den Bazar. Ja, hier nehme ich alles mit, was ich haben kann. So, und natürlich auch die Elixiere auffüllen. Was habe ich denn hier noch? Blitz und Wegweiser. Ja, okay. Ne? Diese Dinger verliere ich übrigens immer wieder, wenn ich aus dieser Mission rauskomme. Ausrüstungsbilanz. Hilft das nicht? Hilft mir das nicht irgendwie? Seelenkernbilanz. Das heißt, meine Seelenkernsachen wären eigentlich stärker, ne? Oder ist das die Seelenkernhäufigkeit, die ich finde? Nee, dann wird ja Häufigkeit stehen. Also, warte mal. Erhaltene Amrita-Menge. Ich muss sagen, nee, aber das ist schon der Orakel-Segen, bringt mir irgendwie auch am meisten. Der hat am meisten Zunder hier. Okay. So, ich bin einigermaßen ausgerüstet. So gut es halt geht, ne? Was habe ich eigentlich hier mit der Schusswaffe? Wie gut ist die? Ja, gut. Hier habe ich auch. Halt nicht so viel Schuss, ne? Okay. Was habe ich denn noch an einem Bogen? Ich glaube, da habe ich auch. Sind das richtig harte Pfeile? Ich habe auf jeden Fall heftige, teure Pfeile gekauft. Die müssten hier irgendwo sein. Okay. Skillpunkte noch. Ja, ihr habt recht. Stimmt. Alter, habe ich da viele. Ja, okay. Die Skillpunkte werden verteilt. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob mir das jetzt wirklich was hilft. Weil das ja nicht zwingend die Sachen sind, die ich jetzt auch benutze, die Waffen. Ja, sowas natürlich kann man machen. Hauptwaffe, Gesundheit, Nahkampfschaden wird erhöht. Ja, klar. Ach, warum nicht, ne? So, Ninja.
Krähenfüße. Gifteffekt. Kraft der Pfeile wird erhöht. Katzengang. Lautlos bewegen. Ja, man, nichts davon ist jetzt wirklich, wirklich gut. Komm, das bringt nichts, ne? Ich muss ja irgendwas machen. Was war das? Giftpfeile. Nee, dann öffne ich mir lieber hier diesen rechten Pfad noch. Ja. Da habe ich jetzt nicht viel mitmachen können. Axt bringt mir jetzt leider ja erstmal auch nichts. Ja. Kann man alles machen. Da habe ich eigentlich schon. Das ist nice, aber ich habe schon diesen Schwinger. Den Schwungschwingen. Den finde ich eigentlich ganz cool. Schaden. Kann man doch mal machen. Ja, ist gut. Das gute Kusarigama. Oh. Abwehren, ja. Das will ich lernen. So, meine Metamorph-Fähigkeiten. Jetzt wird's interessant. Verringert die Abnahme der Wandelanzeige. Regeneriert 20 Leben, wenn ich. Ach, okay, das passiert zu selten. Versieht bestimmte Fähigkeiten mit dem Element Gift. Ne, ich. Hab da ja schon sehr viel Gift, wo ich hingehe. Bringt die Abnahme der Wandelanzeige. Fähigkeiten mit Blitz. Gegenstandsbilanz. Ah, da kann ich dann vielleicht reinigen. Mit Hilfe von R2 und Kreis. Ich bin mir nicht sicher, ob es das ist. Erinnert mich gleich nochmal dran. Reinigen mit R2 und Kreis. Ich glaube, dass das funktioniert. So, die Onion-Magie, da mache ich leider viel zu wenig mit. Hier Regeneration, Verunreinigung durch Berührung. Ja, das nehme ich. Das kaufe ich. Kikai-Talismane. Okay, die muss ich mir gleich mal bauen. Einen habe ich noch. Wähle Weise. Widerstand, Weissagung. Feuer wäre, glaube ich, ganz gut. Moment, bei Benutzung diesmal geben Gegner, die Schaden erleiden, Energie ab. Das ist ja geil. Die muss ich mir gleich mal alle geben. Das sind zwei Talismane, die könnten sich noch sehr nützlich erweisen. Okay. Schadensbonus. Ach, kann ich gar nicht. Habe ich nichts mehr. So, noch ein Odashi. Das ist ein Move. Ja. Erstmal diese ganzen passiven Geschichten, die schaden am wenigsten. Okay. So, die haben jetzt nicht so viel gebracht, wie man vielleicht erhofft hätte. Aber hier kann ich auch noch meine Rufpunkte einsetzen. Ja, was soll ich machen? Muss ich halt Anima nehmen, ne? Den Schaden aller Yuka-Fähigkeiten, das ist geil. Amrita-Bilanz ist natürlich auch noch wichtig. Ja, komm. Okay. Oh. Das nehme ich gerne alles mit. Das waren mal. Ah, den hätte ich auch gerne noch. Naja, da seht ihr halt, was das alles bringt. Immer so ganz wenig, aber Kleinvieh macht in diesem Fall auch Mist. Okay. Hm, was war hier? Der Salzschneider. Meine Klinge hat unzählige Schlangen zur Strecke gebracht. Prüfe sie selbst. Moment. Da werde ich jetzt aber interessiert. Den Salzschneider habe ich ja. Warte mal. Ich meine, wenn da schon geschrieben steht, ne, unzählige Schlangen zur Strecke, das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen, dass wir hier den richtigen haben. Ja, die kennen wir. Mal gerade gucken, ob es hier irgendein.
einen Move gibt, der mir jetzt vielleicht, ja, den Z-Move, okay. Ah, okay, keine Energie. Geh rein, ja. Weil der so lang ist, ne? Und oben noch. Das ist aber kein guter Move. Der schmeißt ihn dann halt so hin. Nee, also ich heb den für später auf. Aber jetzt gerade Never Change Winning Tactic. Das hat doch gut funktioniert. Warum sollte ich das jetzt ändern? Das darf ich nicht mehr machen. Entweder ganz rennen oder gar nicht. So, ich mache das jetzt natürlich, habt ihr gesehen, ne? Immer extra wegen dem Arm. Ey, und auch der Shit, ne? Der passiert mir einfach zu häufig. Da verliere ich jedes Mal Energie und ich weiß nicht genau, wo ich da am besten, wie ich das am besten mache, strategisch. Shit, falsche Stance. Okay, rollen. Ah, du Pissnelke! So, jetzt wechselt er. Deswegen wechsle ich auch. Damit ich die Schlangen schnell langen machen kann. Mann! Könnt ihr jetzt bitte verrecken? Das war so gut geplant. Diese Scheiße mit der Schlange, ey! Das ist alles Kacke! Das hat nicht annähernd so geklappt! Also das mit den Schlangen, ich meine, ich habe das echt versucht. Das ist ja an sich eine geile Taktik hier so von der Seite. Das finde ich, habe ich ganz gut rausgekriegt. Aber, Mann, oh Glück gehabt. Aber, ich krieg die da nicht. Da muss ich vielleicht wirklich von dem, das Kusaragami ist halt ein geiles Ding, aber jetzt für diese Nummer echt nicht so geeignet. Da hätte ich lieber die schnellen Schwerter nehmen sollen. Habe ich das Gefühl, vielleicht mache ich es halt auch falsch. Aber dieses Hin-Her-Geschwinge dauert einfach so lange. Ja, seht ihr? So viel besser.
nichts was! Shit. Das war voll dumm. Ich dachte, wenn die Schlangendinger weg sind, dann wechselt es zurück. Na, endlich. Okay. Ah, das wäre jetzt perfekt gewesen. Shit. Das war mal endlich was, was geklappt hat. Diesmal kriege ich ihn. Kein Scheiß. Komm, jetzt lass dich hauen mit meinem großen Lava-Knüppel. Der wird nicht mehr lange. Jetzt komm. Nein! Das ist so unfair, weil es so knapp ist. Hab sie, hab sie, hab sie, hab sie. Ja! Ja! Holla die Fickfee, ey. Entschuldigung. So. Quasi der erste Versuch. Oh. Wir machen jetzt kurz Werbung. Ich gucke mir eure Gs an. Gebt sie mir alle. Ja, genau. Ich mache mir einen Kaffee. Ich gehe pinkeln. Ich mache so viele Dinge, die ich nicht mehr gedacht habe, dass ich sie heute noch hinbekomme. Und danach wechseln wir auch mal von den großen Brockenwaffen zu den kleinen filigranen Schnetzelwerkzeugen. Also wir werden jetzt nicht hier bei dem ganzen harten Scheiß bleiben. Freut euch drauf. Hände waschen. Hi, wahrscheinlich hört ihr mich jetzt schon. Aber die Werbung ist noch nicht zu Ende. Wir fangen gleich nochmal an mit dem coolen Intro. Da ist es. Bums die Fallera.
Da sind wir wieder zurück aus der Doppelwerbung mit Herz. Ja, wir sind immer noch natürlich hier in der Höhle des Löwens, der eigentlich eine Schlange ist, weil ich hier nichts gemacht habe. Ich habe auf euch gewartet. Und ich muss kurz noch mal erstmal wirklich runterkommen. Meine Hände, ohne Scheiß. Ja, jetzt geht's wieder. Aber meine Hände haben gezittert, Alter. Ah, das war richtig anstrengend. Erstmal danke an alle, die an mich geglaubt haben. Danke an die vielen guten Tipps. Danke auch an alle, die heute hier am Sonntag live zugucken. Twitcher. Kannst du den Mittelteil noch mal? Da war so ein bisschen dann so ein Dialekt. Ah, okay. Ja, was genau, weiß ich auch nicht. Das ist doch ganz sicher. Da sehe ich doch sogar die Augen, oder? Naja, gut, es ist wohl doch keine versteckte. Schade. War mir eigentlich ziemlich sicher. So, jetzt gucken wir mal, was hier noch alles ist. Zu. Zu ist die Tür. Ja, viel mehr ist nicht, ne? Da komme ich nicht hoch. Da ist zu. Da ist zu. Hier leuchtet hier so ein Euterding. Da bimmel ich mal ran. Okay. Ich abonniere. Gut. Aha. Das, in meinem Kopf dachte ich gerade, das ist vielleicht eine Toilette und er ist mit richtigen Magenverstimmungen dann nach langer Zeit rausgekommen. Der mit dem Schwert, Junge. Bonsai. Oh, der hat einen Schlangengeist. Den würde ich tatsächlich auch gerne mal ausprobieren. Mumio. Sohaya no wakaishu wa washi o so yonda. Ayakashi no onna to deatta ano hi made wa. Washi wa Ayakashi o horobosu Sohaya no katana o uchi kudaki. Sore made no namo suteta. Katana no ataeru fushi no tamashi nazo shoushi. Tomo ni chikatta wa jinyo ga yuwa shite kuraseru yo. Reiseki o atsume. Yokoshima na mono no akuyou o fusengu wa sono chikai o hatasu tame. Eine friedliche Mensch für Mensch, eine friedliche Welt für Menschen und Yokai. Das ist aber ambitioniert. So geht's mir auch immer, wenn der Supermarkt schließt, kurz bevor ich noch rein will. Ja. Das war ziemlich deutlich, finde ich. War ziemlich klar, dass das passieren wird. Warum renne ich denn? Ich habe gerade so viele krasse Gegner besiegt und die drei Futskus da. Diese Charaktere sind natürlich
auch wichtig, jetzt in der Story sie so langsam zu etablieren, weil sie für den Koop-Modus wichtig sind, weil man im Koop-Modus ja zusammen mit diesen drei Charakteren kämpfen kann, maximal mit diesen drei Charakteren. Was übrigens interessant, ich habe es mir gestern eingelesen, dass es aktuell so ist, ich finde es noch nicht optimal, das war schon bei Nioh 1 nicht so gut, dass wenn man zusammen Koop spielt, kann man entweder quasi jemand anderem helfen oder man kann zusammen eine Mission machen. Das Dumme daran ist aber, und das ist wirklich ein ganz großer Nachteil, dass man nicht speichern kann an den Tempeln. Das heißt, und das ist wirklich kein Scheiß, wenn ihr jetzt bei der Schlange verreckt wärt, dann müsst ihr wieder von ganz vorne anfangen. Das ist eine halbe Stunde entfernt. Also, das ist richtig unangenehm. Und das ist eigentlich nicht cool. Aber da ich natürlich verdammt gut bin und ich ja mit den anderen Hoshis spielen werde, die absolute Lappen sind, freue ich mich jetzt schon drauf. Weil ich kann das natürlich mit denen spielen. Aber für die wird das halt kein Spaß. Und man muss es eigentlich erstmal manuell. Moment, hier steht, das stimmt nicht, Simon. Ich habe es so gelesen. Ich sag doch nur, was ich lese. Jemand anderes sagt, ja, das ist scheiße. Also, ich weiß es nicht. Klärt jetzt mal im Chat und kommt später auf mich zurück und sagt mir, ob es jetzt so ist oder nicht. Wie gesagt, ich fand es auf jeden Fall nicht so geil, die Idee. Es gibt, wie gesagt, zwei Varianten, Multiplayer zu spielen. Das muss man noch sagen. Bei dem anderen springt man, glaube ich, einfach nur irgendwo rein und kann helfen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da ist dieses, wenn ich jemanden rufe, dieses System ist da wichtig. So, puh, Mumio ist gerade rechtzeitig aufgetaucht und war so freundlich wie immer. Aber verflucht sei Yoshitatsu. Monster die Drecksarbeit machen zu lassen, während er mit diesem verdammten Stein das Weite sucht. Es ist zu gefährlich für uns in Mino. Wir sollten hier nicht bleiben. Lass uns den weisen Worten Dosans folgen und nach Uwabi aufbrechen. Wenn wir dort lebend ankommen, können wir ihm sicher unsere Dankbarkeit zeigen. Das erinnert mich gerade ganz extrem an Kingdom. Kingdom ist. Jetzt gibt es auch noch Zwielichtmissionen. Kingdom ist eine Zombie-Serie im feudalen Japan. Glaube ich zumindest, dass es Japan ist. Kann aber auch Korea sein. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Sehr, sehr geil ist die zweite Staffel vorgestern gestartet. Und das gefällt mir wahnsinnig gut. Südkorea. Danke, Chat. So, kurz schauen. Nebenmission. Neue. Das ist eine neue Nebenmission. Krass. Hauptmission, Nebenmission, noch eine Nebenmission. Hier ist was Neues? Nein. Weiter zur nächsten Region? Auf gar keinen Fall. Erst, wenn wir hier durch sind. Nebenmission, hier ist noch eine, ne? So, der gierige Jäger. Und hier ist nichts. Hier ist auch noch eine. Okay, 17. Ich mach den Gefallen für den Schmied. Hey, Hiddy, ich wollte dir meinen Gefallen bitten. Du erinnerst dich noch an die Schmiedin Toyo, oder? Du hast sie in Tatara gerettet. Sie hat einige ihrer Wertsachen vergraben, damit die Banditen sie nicht bekommen. Das ist ja wie das vergrabene Gold von Fabian Döhler. Sie wollte sich das Zeug wiederholen, nachdem die Banditen fort sind, aber jetzt hausen Yokai im Dorf. Ja, warum mache ich dann die Scheiße überhaupt? Und es ist viel zu gefährlich für sie. Und da kommst du ins Spiel. Sie möchte, dass du ihre Sachen wieder beschaffst. Du wirst ihr doch helfen, oder? Sie zählt auf dich. Welche Stufe hat mein Charakter? Fragt jemand. Ich glaube, ich bin 33. Stufen alt. Das Dorf Tantra in den gleichnamigen Bergen schmiegt sich direkt an einen Bergsee und erhielt seinen Namen aufgrund der unzähligen Herumtreiber, die sich hier über die Jahre niederließen und zum Rückgrat der Eisenförderung wurden. Oh, bevor ich irgendwas mache, wollte ich vielleicht erstmal meine 16.000 Amrita investieren. Ja, ihr seht schon, ich habe einiges schon gemacht. Ich habe hier viel in Konstitution gesteckt und in Ausdauer auch noch ein bisschen und auch ein, zwei in Geschicklichkeit wegen dem Kusarigama, Entschuldigung. Da noch ein neues Kusarigama 243. Gucken wir gerade mal. 244, 243. Was hat das Ding? Angriffsbonus, Verbrennung. So, Kieschaden, Blocken auf 12. Das Ding hier ist halt toll, weil es eben diese Verderbnis und diesen Schadensbonus hat. Nee, es ist nur Platz für einen. Für eine super Waffe. Okay. Hier sieht man auch ganz schön nochmal hier, beides ist dieselbe Klasse, aber doch sehr unterschiedlich. Also der Hammer
sah doch schon anders aus und spielte sich ein bisschen anders als die Axt. Wobei ich jetzt gerade aus der Erinnerung nicht sagen kann, ob es eventuell dasselbe Moveset ist, aber gefühlt war das schon irgendwie ein bisschen anders. Okay, nee, ach so, der hat ja nichts. Das ist auch interessant, Diener der Götter, ne? Sind zwei Teile. Was bringt mir das? Was bringt mir diese Diener der Götter Geschichte? Weil ich habe beide Teile, aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Aber nee, ich opfer den Scheiß. Ah, gut, da ist auf jeden Fall, den werde ich nehmen, den neuen Ärmel. Und den werde ich ausziehen. Ach. So. Einmal kurz. Es ist halt schon sehr auffällig, dass man sich hier eigentlich permanent ausrüsten muss. Aber das, also es kommt mir überhaupt nicht doof vor. Ich finde es irgendwie ganz geil, dass man so viele Items kriegt. Ich mag es auch immer wieder, mir den Kram noch mal händisch anzugucken und zu überlegen, was wirklich besser ist. Das ist für euch beim Zeigen vielleicht ein bisschen langweilig. Aber das macht schon auch einen Teil des Ganzen aus, finde ich. Okay, so, wo sind die Dinger hier? Kurz noch mal im Bazar gucken, ne? Da ist nämlich, wusste ich's doch, irgendwas ist immer. So, jetzt muss ich auch noch mal, das habe ich bisher noch gar nicht gemacht, mein Jutsu entsprechend umbauen. Ich habe ja hier ganz viele Sachen. Krähenfüße, Tigerlauf, Rauchkugel, Katzengang, Adlerauge. Okay, mal kurz gucken. Kraft der Pfeile erhöhen, völlig lautlos bewegen. Rauchkugeln würde ich gerne mal ausprobieren. Sprintgeschwindigkeit, die Schießfeuer habe ich natürlich schon probiert. Das kann man mal probieren, die Krähenfüße. Mein. Ja. Und Gift, Kunais. Ah, nee, die wären auch nicht schlecht, ne? Kann ich die wieder alle abwählen? Ich glaube, die Kunai will ich mal probieren. Die sind irgendwie ganz cool. Und dann hier natürlich wichtig, welchen Talisman nehme ich? Vielleicht diese magischen Gegenstände vorübergehend Reinheit. Dass sie, jetzt weiß ich nicht, wie das ist mit meinen. Moment. Ja, stimmt doch, oder? Weiß ich nicht, wie das ist mit meinen Monsterwaffen. Weil ich gerade, glaube ich, keine habe. Oder doch, das. Ja, das Ding hier ist eine Monsterwaffe. Da weiß ich nicht, wie die mit Reinheit. Weil die wird ja auch verschmutzt. Bin ich mir ein bisschen unsicher, ob sich das jetzt vielleicht. Moment, jemand sagt, ich wäre zu schwer. Da gucke ich doch nochmal schnell nach. Nö, 53% Beweglichkeit B. Ja, da muss ich jetzt schon überlegen, ob man. Gibt es auch ein A, ne? Wo ein B ist, ist auch ein A. Okay, Moment. Das mache ich ja gar nicht hier, ne? So. Okay, und zwar. Hier nehmen wir das Gefäß. Ja, doch. Nicht viel. Ich habe ja auch sonst nichts. Ne? Ich könnte was ausziehen. Ach Leute, komm, wir machen das jetzt so. B ist okay. Erst noch mal gucken. Immer schön um die Ecken reingehen. So, ich habe ja gesagt, dass ich jetzt mal ein paar andere Waffen ausprobieren will. Deswegen fällt mir gerade ein, werde ich auch diese Blut. Klinge mal ändern. Was hatten wir selten bisher? Die Beile. Ja, die hatten wir noch nicht. Die Sichel hatten wir noch nicht so richtig. Ihr wollt doch nur in Ruhe hacken. Ah, ihr sagt es mir auch gerade, A geht nur mit Gewändern, also der Rang A. Da hätte ich so mal dieses heilige Gewand anziehen können, aber Gott bietet mir nicht genug Schutz in dieser Welt. So. Ah, hinterhältige Wasserlichkeit. Ungeheurigkeit. Ah, Nahkampf ist hier wirklich nicht so geil bei denen. Krass, der ist richtig stark. Ich muss natürlich eigentlich auch warten. Aber das dauert immer so lang. Aber eigentlich muss ich warten, bis er sich entblößt. Weiß gerade nicht, warum das jetzt nicht passiert. Vielleicht muss ich dazu. Ach, das ist wahrscheinlich seine. Dann muss ich auch sein Ki wieder alle machen. Und erst dann. Dafür hält er aber ganz schön viel aus. Die anderen waren nicht so stark.
Mann! Okay, gegen die habe ich jetzt gerade noch keine richtige Waffe gefunden. Richtig unangenehm mit dem. Ja. Shit. Das habe ich gerade aber echt alles falsch gemacht. Okay, nehme ich mal die Sichel. Kein nennenswerter Erfolg bisher. Ich weiß, dass hier Feuer natürlich viel bringt. Das alte Steinpapier-Schere-Prinzip so. Kennen wir ja von Avatar und Co. Hm. Ja, das war jetzt überhaupt nicht beeindruckend. Da bin ich ein bisschen schockiert, wie schlecht meine Waffen gerade hier sind. Naja. Ja, jemand sagt, ich soll die Bomben mal probieren. Ja, ist gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich sie leider nicht ausgerüstet. Warum eigentlich nicht? Habe ich keine? Stimmt, ich habe jetzt ein bisschen Sachen geändert. Deswegen. Feueramulett ist schon mal gut. Das kann ich häufig gebrauchen bei den Wasserwesen. Nö, nö, nö. Da, die Kunai. Ach, shit. Na gut. Da. Feueramulett. Jui! Piu, piu, piu. So viel bringen die nun wirklich nicht. Shit, ich hab die Waffe falsch eingesetzt. Schnell ich hier meine Energie verliere, da muss ich gleich wieder zurück. Das ist heftig. Geht schnell. Oh oh, das habe ich irgendwie kommen sehen, dass der ein bisschen heftiger ist. Der war da so wirkte so unscheinbar. Wird auch immer größer gefühlt. Ich kann gleich wieder zurück und zum Tempel. Ja, bleiben wir mal hierbei. Gucken wir mal, was diese wunderschöne Waffe hier noch so kann. Oh, nicht schon wieder der Pogo-Peter. Das ist es halt immer, ne? Ein einziger Fehler reicht aus. Dann kriegst du einen Schwinger, zang, zang, bist du gestunt und dann kommt er am Ende jetzt mit so einem fetten Schlag. Also es geht wirklich schnell.
Aber Pogo Peter ist auch so ein bisschen mein Angstfeind, meine Nemesis. Wann immer der kommt, kriege ich Panik. Den gibt's auch noch mal in der schlimmeren Version, wo er statt einem Bein hat er dann einfach ein Messer. Das muss man sich auch mal vorstellen. Pogo Peter kommt irgendwo hin, sagt, ey, kannst du mir da nicht das Bein weg und ein langes, 2 Meter langes Messer dran machen? Welcher Arzt macht sowas überhaupt? Das ist doch total unethisch. Fragen über Fragen. Ficken! Ich war so ein bisschen, ja, meine Waffe ist ausgeladen, das hat gerade gut geklappt. Vielleicht kann ich den ja hier so ein bisschen einsperren in der Umgebung da. Nee. Nicht mit Pogo Peter. Das ist halt echt kacke. Er ist richtig nervig. Aber immerhin habe ich vorher, deswegen war ich dann auch so arrogant, habe ich mir meine Amrita wiedergeholt. Und das werde ich jetzt auch gleich noch mal schaffen. Ich dachte einfach nicht, dass das mir so unglaublich viel abzieht. Muss ich ganz ehrlich sein. Ah, direkt ins Gesicht reingelatscht. Okay. Wie, nein, Lily White, du gehst deine Sozialkontakte pflegen. Hast du denn nicht die Nachrichten gehört? Das kannst du doch nicht tun. Man soll doch nicht mehr jetzt sozial sein. Social Distancing, Alter! Die Leute wollen es einfach nicht wissen, ne? Der Typ ist wirklich scheiße. Ah, Kacke! Viele von euch sagen, ich soll zu dem Mädel gehen, was da vorhin geholfen hat. Ja, mit der habe ich doch schon geredet. Ich kann natürlich sie wahrscheinlich einstellen. Nanio. Ja, gut. Also, was soll denn der Käse jetzt? Diese Arroganz. Ich mach das doch für dich. Ja, weißt du was, Olle? Viel Spaß mit dem Typen. Bisher hilfst du aber nicht sonderlich viel. Bisschen viel Gelaber. Man muss auch mal delivern. Geil. Die zieht die Aggro. Das passt ja richtig gut. Ah, ich nehme fast an, das soll hier so sein. Also natürlich kann man es auch alleine schaffen und war jetzt auch nicht unschaffbar. So war es nun wirklich nicht. Aber vielleicht soll das ja so sein, dass man mit ihr so ein bisschen jetzt das Zusammenspielen lernt. Na, immerhin hat sie Mut, muss ich sagen.
ist schon eine enorme Hilfe, wenn du einfach jemanden hast, der ein bisschen ablenkt. Schnitttot. Ja, okay. Aber das machen wir jetzt. Doch, man muss dann trotz allem noch aufpassen. Hallo? Du wirst hier erwartet. Hey! Okay, so. Kommst du? Jawohl. Ja. Kannst du den bitte machen? Ich schieß ein bisschen von hier. Puff. Ach komm. Ich hab auch meine Keule. Da guckt die Dame. Wo ist sie denn? Plötzlich ist von ihr nichts mehr gesehen. Oh nein, sie hat das getan! Kriege ich die Punkte? Ich glaube ja. Jetzt nehmen wir mal eine andere Waffe. Ich wollte ja mal kleine Waffen nehmen. Es ist aber auch verlockend. Gut. Zusammen macht das doch ein bisschen mehr Sinn, weil es scheinbar auch so gebaut ist, dass sie hier mitkommt. Ah, oh, hinter jeder Ecke lauert ein Digger-Feind. Digger-Feind. Da ist noch ein uralter Text, Alter. Okay, der ist, wird genommen. So, ich suche immer noch diese kleinen Tassen-Yodas. Die Suppen-Yodas. Wo sind die? Oh, oh, die sind geil. Die mochte ich schon in... Das ist ja nice. Die mochte ich schon im ersten Teil. Das ist noch richtige Mythologie, finde ich. Guckt euch das an. Das ist einfach ein Rad mit zwei brennenden... Stell mir vor, ihr seid der eine von dem Kopf. Der eine Kopf und ihr mögt den anderen gar nicht. Und euch wird schwindelig die ganze Zeit. Das sind die Probleme. Da wird bei deutschen Dämonen gar nicht drüber gesprochen. Die sehen dann immer anders aus. Die haben ganz andere. Ja gut, wobei, das ist so ein Reifen, fände der Deutsche gar nicht schlecht, ne? Vier davon kannst ein Auto bauen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie vier Dämonen sich zusammenschließen, um ein Auto zu werden. Und dann schließen sich davon wiederum 20 Autos zusammen, um Auto zu fahren. Rennen zu fahren. Weniger labern, mehr ruhlen, Simon.
genau, Chen. Danach schließen sich 100 Autos zusammen, um einen Stau zu bilden. Und dann fühlt sich der Deutsche doch erst so richtig wohl. Die Hölle ist der Endlosstau. So, da oben steht noch einer, aber der kann mich mal. Pam. Okay. Ja, ich muss wohl doch da durch, so. Durch den Kram hier. Sag mal! Habt ihr selbst gesehen? Der ist im Schild! So. Nehmen wir mal die Flinte. Gut. Aber das war bestimmt... Warte mal, wie kann ich noch mal bei der Flinte... Und die Munition... Ah, hier kann ich die Munition wechseln. Ja, okay. Was ruckelt denn da an? Schön die Luft aus dem Reifen lassen. Alter Hinterhältigkeitstrick. Ha! Und jetzt kannst du nichts machen. Steckst nicht drin. Okay, das war hart. Hier war ich natürlich auch schon überall. Da unten und so. Schön hier rein. Jawohl. Oh! Das war gar nicht so gut. Hä, wo bist du denn hergekommen? Krass, 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 krass. Wo ist denn jetzt die Dame des Hauses? Ah, da hinten. Okay, komm her. Achso, ach, gerade für eine Sekunde, aber sie war das ja. Bisher läuft das doch ganz gut. Mit ihr auf meiner Seite, mit meiner Anleitung, unter meinem Kommando, wenn sie wirklich nur das macht, was ich sage, dann klappt das. Hilf mir! Nein! Nein! Warum bist du immer da, wo ich bin? Paff! Paff! Nein!
Da bin ich schon wieder tot. Und jetzt muss ich mich schön zu meiner Amrita-Quelle wieder vorkämpfen. Das könnte richtig gefährlich und knifflig werden. Weil dazwischen sind ja einige von denen. Kann ich da vielleicht einfach durchrennen? Wäre das eine Möglichkeit? Da muss ich gerade mal überlegen. Aber dann verliere ich ja wieder meine Seelen. Ja, was auch nicht. Ach, schwierig, ey. Sie will einfach nicht. Einfach nicht aufhören, ne? Immer kämpfen. Oh, das war gut. Den merke ich mir. Den mittleren mit der Sense. Und dann Dreieck. Irgendwie erwischt er ihn direkt in diesem Kern. Das ist sehr gut. Okay, so. Unseren Kram holen wir jetzt. Das wird eine harte Aufgabe. Das müssen wir jetzt wirklich taktisch vorgehen. Da möchte ich jetzt ohne Scheiß keinen Mist bauen. Holen wir erstmal dich. Ich glaube, am wichtigsten ist, dass ich nicht so viel. Dass ich die Frau das machen lasse. Ich bin bei dir, ich bin ganz nah. Ich beobachte dich. Wenn irgendwas ist, bin ich sofort am Start. Vorsicht! Der hat eine Waffe. Gut! Oh, da kommt noch jemand! Achtung! Du musst aufpassen! Da! Ja, er haut auf dich! Vorsicht! Ausweichen! Ach, schön, dass du es auch geschafft hast. Tja. Was macht man, wenn das Ding so rumflitzt? Da ist gutes Rad teuer. Wie schnell man hier tot ist! Wir teilen uns besser auf! Das ist die richtige Einstellung.
ihr seht, habe ich jetzt so Ki-Regenerationsding genommen. Weil ich die auch mal ausprobieren muss. Das hat überraschend gut geklappt. Also gerade diese Regenerationskiste werde ich mir noch mal näher angucken. Shit. Na toll, und jetzt, Frau? Was machen wir jetzt? Jetzt ist der Typ da drüben. Es war so dumm. Wie kann man so dumm sterben? Oh, die ganzen. Das ist so, das macht mich so fertig, Leute. Es lohnt sich halt einfach nicht, hier irgendwie mehr als ein Upgrade dabei zu behalten. Das lohnt sich nicht. Ohne lang. Jetzt wird nicht lang mehr. Jetzt wird nicht mehr gefackelt. Entschuldigung. Es ist nicht, was ihr denkt. Okay. Jetzt kriege ich wenigstens meine anderen Seelen noch wieder. Es ist wirklich zum Heulen. Das war so dumm und mit Ansage. Und ich hätte sogar dahin rennen können. Das Feuer, ne? Gerade das dumme Feuer. Immer ist es für mich das Feuer, was mich erledigt. So, wo sind denn jetzt überhaupt meine ganzen Sachen. Na gut, okay. Die hole ich mir gleich, sofern sie überhaupt noch zu finden sind. Es bringt ganz viel, wenn ich hier so eine Regeneration habe, kann ich schon ziemlich viel machen. Fuck! Schon
Schon wieder alles scheiße. Schon wieder alles weg. Schon wieder alles. Mann, Simon, jetzt hör doch mal auf damit. Oh. Ah. Ich hatte mein Zeug schon, sagt ihr. Okay. Egal, ich hab's jetzt eh wieder verloren. Das ist aber okay, wenn ich es wirklich gesammelt habe, dann kann ich es ja jetzt noch mal holen. Ich finde, der ist richtig schwer, der Level bisher. Das ist natürlich jetzt eine von den Nebenmissionen, die sind dann oft noch mal dazu da, um sozusagen aus dem Areal noch ein bisschen mehr rauszuholen. Entweder ist dann alles voller Yokai oder alles ist voller Banditen, in dem Fall Yokai. Jetzt den Shit hier. Wenn man will, geht es nämlich dann auch wahnsinnig schnell mit den ganzen Perks. Okay, so. Jetzt aber, dieses Mal darf nichts passieren. Mal gucken, wie viele es waren. Wie viel habe ich jetzt? 3000, 6000, na gut, immerhin. So, lieber zur Sicherheit. War knapp. Immer. Okay, Feuer bringt bei ihm wirklich gar nichts. Aber vielleicht schon Jucken! Nee, das sind ja außerdem auch irgendwas anderes, ne? Egal. Sie macht das. So, habe ich ihn gemacht für dich. Okay, hier waren wir ja schon mal. Da ist der letzte von den Pogos. Ich wollte ballern. Ich habe aber gar keine. Ja. Nee, jetzt nicht. Jetzt nicht hier, Simon. Ist der falsche Zeitpunkt. Jawohl. Oh.
Gut. Der hat er seelenruhig. Hat er da sein Mittagessen weitergemampft? Ich finde es super, wie die Waffe die ganze Zeit mit uns labert. Ach, Moment, da war doch sicher auch noch was. Ja. Ha! Die sind ja nicht ohne Spaß hier. Nicht zum Spaß hier. So, danke. Nehme ich. Alles einmal in meine Taschen. Kämpft ihr denn zusammen mit Yokai? Das ist doch eigentlich der Fehler. Du bist doch ein normaler Soldat. Warum kämpfst denn du mit den Dödeln hier? Was hast denn du mit... Wem hängst du denn hier ab? Oh, Simon, bitte schaff es jetzt. Das waren bestimmt auch wieder 9000 oder so. Schaffe ich das? Ich hoffe, ich schaffe das. Oh Gott. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. War doch kurz vorm Ende, Mann. Ich hatte doch schon alles. Das war wahrscheinlich der letzte von allen. Das war wirklich der letzte. Aber diesmal gehe ich den Weg nicht. Also diesmal versuche ich einfach Konfrontationen jetzt erstmal zu vermeiden, so gut wie es geht. Komm du mal rüber. Wo sind die Lady? Die werden hier gebraucht? Was denn? Du hast ja hier so einen anderen Feind gesucht. Hallo, hier spielt die Musik. Hier kommt gleich so ein riesen Drecksdämon. Hallo? Du bist mir halt wirklich gerade keine Hilfe. Aus Versehen in mein Messer reingefallen. Ärgerlich. Okay, das läuft gut. Ach komm, ich nehme die ganzen Punkte jetzt mit. Ich schaffe es auf jeden Fall dahin an die Brüstung. Da bin ich mir sehr sicher. Und dann habe ich die doppelte, dreifache Punktzahl. Die paar Minuten Looten müssen es wert sein. Genau.
Wo ist denn meine Kollegin? Muss man sehr vorsichtig sein. Überall lauern Gefahren. Erstmal das Rad. Da wollten wir beide uns ein Stückchen abschneiden. Für die Halskette. Okay, da ist noch einer. Natürlich. Jetzt. Check doch mal, dass da hier bestimmte Dinge am Laufen sind. Ja, jetzt auf mich gewartet. Was ist denn hier los? Ein Tohu Wabohu. Packend, spannend, faszinierend. Was wir hier gleich Punkte machen, wenn wir jetzt nicht Scheiße bauen. Und dann müssen wir aber am Ende trotzdem noch den Juckel-Philipp da irgendwie erledigen. Oder können wir dann über die Dächer gehen? Na gut, das werden wir sehen. Okay. Mitnehmen, mitnehmen. Ah, Moment. Oh, schön mit der Sense. Ich frage mich schon, was mit der Waffe noch ist. Ob, ich meine, die redet jetzt die ganze Zeit mit mir. Kann ich mit der noch irgendwie, kann ich die Seele, die darin ist, befreien? Oder kann ich die verstärken? Kann ich die noch wütender machen? Also es ist, ich finde es erstmal toll, dass die Waffe mit mir redet. Das finde ich sehr nice. Endlich mal jemand. Ah, jawohl. Ist das geil, oder ist 18.000? Da vergessen wir fast die mindestens 30.000, die wir hier schon überall verloren haben.
Ja, ist die Frage, ne? Muss ich da runter? Habe ich den besiegt? Ach, den habe ich ja hier schon besiegt. Stimmt, das war ja einer von denen, die nicht wiederkommen. Und da kann ich dann aber nicht. Okay. Was ist denn dann jetzt hier die Aufgabe? Ach, wahrscheinlich unten. Warte mal, finde Shinji Toyos geschätzte Habseligkeiten. Die werden mir auch auf dem Map angezeigt, natürlich. Das hätte man auch anders machen können. So. Ist das hier deine Hütte? Da. Kann das sein? Ja, jetzt sag doch mal was. Das ist doch dein Kram. Die Leiter am Schacht. Ja, stimmt, ihr habt recht. Wobei, das sieht nicht aus. Nee, Moment. Also das hier ist eine Leiter zum Schacht. Ja, aber das sieht nicht aus wie die richtige. Gut, es kann aber sein, dass die Habseligkeiten unten in der Höhle sind. Das ist irgendwie auch das Wahrscheinlichste. Stimmt schon. Da waren wir ja letztes Mal auch. Und natürlich sind hier auch noch ein paar Gegner. Sonst wäre es ja irgendwie auch zu einfach. Nicht schon wieder so einer. Aha! Durch die Power of Brain. Hast du jetzt deinen Shit? Der war doch hier sicher irgendwo. Inmitten der Höhle des Löwen. Mein Gott, das war aber auch wirklich eine harte Mission. Jemand sagt, du kannst dir die Overworld-Karte absuchen, wenn sich der blaue Kreis rot färbt, kannst du da X drücken und findest Items und bekommst Rufpunkte. Die Overworld-Karte, und wenn ich brenne, kann ich die Flammen ausmachen. Mit was denn? Danke! Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wertvoll Makatama für uns Schmiede ist. Ich muss noch ein paar Vorbereitungen treffen. Könntest du alles bitte bei der Schmiede vorbeibringen? Jetzt soll ich den Scheiß auch noch schleppen. Damit können wir viel bessere Ausrüstung für dich herstellen. Du wirst schon sehen. Na gut, immerhin. Ich habe meine Seelenkerne kaum benutzt, aber ich werde auch noch mal kurz was ändern. Erstmal Level up.
Meine Omniomagie könnte ich eigentlich auch mal ein bisschen verbessern, ne? Ich weiß es nicht genau. Ah, ich mache erstmal lieber Konstitution. Okay. Eigentlich wollte ich. Was wollte ich? Ich wollte genau die Geister verwalten und den neuen nehmen. Genau. Die Schlange. Da kommen jetzt die Seelensteine rein. Okay, welcher ist das? Das hier ist. Oh, eine Schlange. Ja, klar, nehme ich die. Okay, was ist denn noch übrig? Ich habe noch. 5 oder so, ich weiß nicht genau. Da sehen wir es links. Ja, also sehr wenig. Das könnte noch gehen, der könnte gehen. Ja, hier sehen wir es ja. Das ist wiederum der Schuss, ne? Hatten wir eben. Das ist der kleine Drecksack. Das ist der Zombie. Also ich finde, diese Seelenkerne sind eine richtig schöne Ergänzung. Ja, nehme ich den Affen, weil der so schön von der Ferne schießt. Okay, ich habe das Gefühl, ich habe hier ganz gut was gemacht gerade. Mama, hier haben wir. Da haben wir 2, ne? Ja. Leider das Einzige, was ich von diesem Waffentyp habe, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Oder sind hier noch andere? Nee, nö. Genau. Das ist schon der Einzige. Ja, dann verkaufe ich das mal. Eigentlich den, ne? Ich verkaufe. Ne, der. Knochen auf den Speer. Fuck, die werden ja immer besser. Nee, aber es ist schon. Bleibe bei dem Knochen. Der ist cooler. So, der Eichelhammer. Wenn man sich nicht wäscht, ne? Der Eichelhammer. So. Bronzehammer. Ist ja alles dasselbe, ne? Ach komm, ich. Nee. Dann nehme ich den Bronzehammer. Nein. Ja, viele sagen, warum nicht wiederverwerten zum für den Schmied. Das ist durchaus auch eine Möglichkeit. Im Moment will ich aber erstmal Amrita. Man kann ja immer aussuchen, ne? Will man das dann letztendlich für seine Waffen wieder benutzen? Was will man mit den Ressourcen sozusagen sich antun? So. Mal kurz mal gucken. Auch noch 2-mal dasselbe. Ja. Oh, die Tonfas. Guck mal, die werde ich gleich mal nehmen. An die kann ich mich auch mal kommen. Die kann man kaufen. Und hier den Meisterschützenbogen habe ich übrigens gekauft. Den habe ich mir bei meinen kleinen Leuten im Tempel gekauft. Und den durfte ich dann auch behalten, interessanterweise. Also der war nach der Mission nicht weg oder so. Oh ja. 10-10. Ja, die will ich haben, auf jeden Fall. Mein Gott, der zieht aber auch wirklich jeden Typen aus, den er da irgendwie erledigt. Ja, oh, die brauche ich. Die 50er nehme ich. Der Fächer sieht auch gut aus. Okay, so machen wir das kurz. Ach, warte mal, wie kann ich denn mein Equipment, wie kann ich das hier machen? Kodama kann jetzt meinen Kram sich angucken. Okay, hier? Nee. Das ist süß. Was ist da noch? Die Schlange auf gar keinen Fall.
Ja. Habe ich auch ein bisschen was Neues wahrscheinlich hier bekommen. Da ist sie. Shirohami. Weiße Viper. Na, hier habe ich was Neues bekommen. Könnt ihr euch ja auch mal angucken, ne? Was ich hier schon alles bekommen habe. Ja, das sind die ganzen Charaktere aus den Cutscenes. Die habe ich jetzt mehr oder weniger einmal bekommen. Okay, so. Jetzt haben wir bald alles abgehakt. Zwei neue Wege, das sind Ninjas. Okay, die machen wir noch. Der sieht auch nett aus. Na, hast du es endlich gemerkt? Ich verfolge dich schon eine ganze Weile. Ich muss sagen, dass du die ganze Zeit über ziemlich ungestützt warst. Hey, schau mich nicht so an. Mein Name ist Kato Danzo. Ich bin ein Söldner-Ninja. Und rein zufällig hat mir Tokichiro ein stattliches Sümmchen dafür bezahlt, dich auszubilden. Also, wie wäre es? Falls du kein Interesse hast, nehme ich einfach meinen Vorschuss und verschwinde wieder. Die Entscheidung liegt bei dir. Natürlich lasse ich mich ausbilden. Ich werde jetzt ganz kurz chronologisch. Ich werde diese Mission machen, die Trainingsmission meine ich. Dann gucke ich mich auf der Karte um, ob da irgendwelche geheimen, versteckten Dinge sind, wie ihr gesagt habt. Dann werde ich meine Waffen wechseln, sodass ich mal hier diese Holzstöcke nehme, diese Schlagstöcke und auch bei der Rüstung was ändere. Dann werde ich den Kram, den ich dann frei habe, werde ich verkaufen. Dann werde ich ein Level-Up machen, falls ich das kann. Ja. War eigentlich ganz gut. Hajimete kure. Ja, was denn nun? Mit was beginnen? Soll ich jetzt die Locke benutzen? Das habe ich doch alles schon 100-mal gemacht. Durch die Locke des Ninjas bekommt man nämlich hier eben immer so ein Ding. Also in dem Fall, nee. In dem Fall, ja. In dem Fall durch die Locke des Ninjas. Ich habe aber auch schon andere Locken bekommen. Da kriegst du dann eben immer einen von diesen Punkten. Schießpulverbomben. Ja, nehme ich die. Die habe ich doch eh schon. Das ist ja komisch. Das ist ja ein komisches Tutorial. Bin ich jetzt echt fertig? Warum hast du denn dann... Hä? Moment, ich guck noch mal. Er hat ja eben sowas gesagt wie... Wir sind fertig, ne? Aber normalerweise kommt da doch ein richtiges Ende. Das ist ja bescheuert. Was sagt ihr? Alle Steinhaufen umtreten. Ja, wir versuchen es mal. Ich glaube, dass das nichts bewirkt, aber ich muss die Shoryukens noch finden. Ah, das war's, ne? Aber ich dachte, das hätte ich schon. So, jetzt? Du willst unbedingt gleich nochmal einen Werf, oder was? Das war jetzt nicht wirklich schwer, ne? Das will ich nur abgehakt haben. Deswegen habe ich es gemacht. Ich würde sagen, diese Nahkampfmechanik mit dem Prügeln, die macht auch schon Bock. Also ich könnte mir das auch in gewisser Form, könnte ich mir so eine Art Spiel, auch so gerne so ein Dark Soul-Thematik, nicht die Thematik Dark Soul-Mechanik, mit, sag ich mal, Prügel- Kung-Fu-Kram, so, dass man halt, ne,
Der klassische mit den Blocken und so, dass das dein Schild ist so. Aber dann lernst du nach und nach die ganzen Moves und kannst auch so zwischen den Stilen umschalten und so. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Du bist ja ziemlich schnell vom Begriff. Sehr gut. Komm, ich bin so schnell, dass ich noch nicht mal dir zuhöre. Ah, jetzt kommt das. Mir von einem Mann berichtet, der dich sucht und dir Omniomagie beibringen will. Aber das ist noch nicht alles. Ja, okay, ihr sagt Yakuza, das könnte natürlich einer dieser Titel sein. Absolver sagt ihr auch, kenne ich gar nicht. Kenne ich überhaupt nicht. Und Bloodborne hat kein... Oder hat Bloodborne diese ganzen Kampfstile? Hast du doch hauptsächlich. Auch scharfe Klingen. Also Absolver klingt interessant. Würde ich mir tatsächlich mal angucken. Reinheitstalisman. Okay, was zeigt ihr mir da jetzt? Ja, aber jetzt habe ich ja gar keine Waffen, weil ich doch nur mit den Fäusten prügel. Oder ist hier noch irgendwo eine richtige Waffe? Ach, okay, so ein Holzding habe ich ja noch. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich vergesse, weil ich habe ja auch keine Energie und so. Okay, das bringt halt echt wenig. Nein! Es ist wirklich nicht zu glauben. Es ist ein Tutorial. Und ich habe die Scheiße doch nur einmal gemacht, aber es ist auch ein bisschen. Ah, das ist schlechte Waffe, ne? Das ist einfach eine Scheißwaffe. So, jetzt aber, ohne getroffen zu werden, passt nur mal auf. Das dauert dann jetzt länger auch.
Okay, aber jetzt, ne? Ohne getroffen zu werden. Können wir mal gucken. Na, endlich. Ach Gott. So, jetzt gib mir den ganzen Klumpatsch, ich will jetzt weg. Eine richtige Mission wieder machen. Es scheint, stimmen die Vorhersagen über dich. Du besitzt auf jeden Fall eine Gabe. Ah, Entschuldigung, ich habe vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Saimai. AB, no Saimai. Ich bin ein Omnio-Magier und die Ausbreitung der niederträchtigen Yokai in letzter Zeit erregt bei mir eine gewisse Besorgnis. Wenn du nach der Kraft strebst, es mit diesen Monstern aufzunehmen, kann ich dir vielleicht helfen. Gib mir all deine Locken. Nicht die, die hätte ich nicht gern. So. Haben wir bis auf diese eine Nebenmission, ja, haben wir auch. Hier ist noch eine Nebenmission, eine 20er, aber vorher sollten wir eigentlich die 18er hier machen, ne? Ich bin bereit. Hey, da hat uns wohl jemand eine seltsame Nachricht zugesteckt. Mal sehen. Sieht aus, als hätte jemand ein paar Worte mit einem Stein auf ein Blatt geschmiert. Wollen Freunde suchen? Die Handschrift ist fürchterlich. Will uns sein Kind vielleicht nur einen Streich spielen? Nun ja, hier, nimm. Du kommst schon dahinter, was das zu bedeuten hat. In 3 Stunden wissen wir mehr. Ach. Irgendwo liegt was. Geh immer brav zurück. Ganz an Anfang in der Hoffnung, irgendwas wäre versteckt. Nee. Ich höre gerade aus dem Chat, Abene Saimai ist der größte Magier in der japanischen Mythologie. Ja, Entschuldigung, damit kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Damit müssen wir jetzt alle leben, dass es so ist. Aber danke für die Info. Jetzt wird's mal wieder Zeit für neue Waffen. Ich habe ja eben gerade auch schon rumprobiert. Oh, ich sehe, stimmt, ich wollte ja meine Waffen, meine Rüstung ändern. Der Salzschneider ist gut. Das ist ja auch nur ein Kusarigama. Was hatten wir noch nicht? Den Bronzehammer, den Speer. Warum eigentlich noch nicht den Speer? So, und statt... Genau. Nee, ich will den Kodama-Segen haben.
Weil der Kodama-Segen ist aktuell, dass ich mehr Amrita bekomme. Und dadurch ist das Amrita noch mehr verstärkt. Und das finde ich sehr, sehr geil. So, die können alle weggeworfen werden gleich. Nee, warum habe ich mir das gemerkt? Da haben wir ihn, genau. So. Okay. Jetzt haben wir trotzdem immer noch mehr von diesem Kram. Gerade das Gleif, das wir ja jetzt gut benutzt haben. Ja, mache ich auch mal. Häufig cool mit Dreieck die Moves. Muss ich häufiger machen, während der Abwehr auch mal Quadrat und so benutzen. Aber das bringt ja alles erst so richtig was, wenn man sich auf ein paar Waffen eingestimmt hat. An dem Punkt bin ich noch nicht. Ja, das kann man schon machen. Erheblicher Schaden klingt gut. Bringe die Abnahme der Yokai-Wandelanzeige durch den Einsatz eines Schutzgeldzielfähigkeit in Yokai-Form. Also ich bin in Yokai-Form, benutze Schutzgeistfähigkeiten, dann wird es weniger. Okay. Ja, sowas. Da ich das heilige Wasser jetzt irgendwie auch immer benutze, ne, kann ich das mir ruhig auch mal schöner machen, besser machen, stärker machen. Irgendwas hier wollen sie von mir. Irgendwas muss ich auswählen. Habe ich jetzt nicht gemacht. So, was nehmen wir? Die, auf jeden Fall die Kiri-Generation. Elixier-Wirksamkeit werde ich als nächstes holen. Gebe ich auch noch ein. Seelenkernbilanz. Anima. Und hier weiter irgendein Gelaber von meiner Waffe. Erkämpft einander auf heiligem Boden. Verschmutzt ihn mit eurem Blut. Ja, das ist echt schön. Das lesen wir gerne. Guckt er blöd. Ging echt schnell. Oh nein, nicht schon wieder die, ey. Auf die habe ich halt irgendwie nicht so den Bock. Die gefallen mir nicht. Unterkicken? Nee. Okay, erstmal gucken. Hier kam ich her, da. Ja, so viel mehr ist hier nicht. Dann komme ich auf die Seite. Wie komme ich da drauf? Von hier? Nee. Da ist alles zu. Da steht ein Yokai. Hier ist eine Kiste. Ah, okay, hier ist so ein verunreinigtes Gebiet. Ja, gut. Okay, na gut. Gucken wir mal, was man hier reinigen kann. Oh. Weil ich gerade den Wunsch danach vernommen habe, nehme ich jetzt mal den Speer. Der wurde gewünscht. Bist du? Oh,
Du Hoppelpeter, komm jetzt. Wir machen's. Hab ich irgendwas, was richtig gut ist? Was bringt denn hier so eine Feuerbombe? Shit, einfach mal. Na, oh, die ist nicht schlecht. Das wiederum bringt mir leider nur Schmerzen. Du kommst mal bitte jetzt in meine Gegend. Schon schwer genug mit dem. Ich hätte einfach bei ihm jetzt nicht den Speer nehmen sollen. Ich habe keine Ahnung, wie man den benutzt. Das war dumm. Vielleicht nehme ich die Kleinen hier. War die Schlange aber mal richtig sinnvoll. Danke für nix! Ich hatte ihn doch schon! Er war doch längst schon fertig! Dann, da sind wir da hoch und wo ist mein Kram? Was ist das an? Ist in die hinterste Dreckecke, hat er mich gehauen. Das ist einfach nur extra schwer, dass der jetzt noch dabei ist. Was ist denn das für eine Ecke? Hier kannst du doch nicht kämpfen! Da steht der Typ rum und macht nichts. Da kommt der kleine Knuddelwurz hier rum. Kannst du dich mal bitte verpissen jetzt? Wie der mir halt auch immer den Weg blockiert, da werde ich wahnsinnig! Das ist super scheiße!
blödes Sau-Sackgesicht aus der Sch- Du kommst jetzt in die Hölle! Rein! Rein! Stirb! Okay! Oh. Unfassbar! Ja! Power of Schutzgeist. Das war ein richtig krasser, harter Kampf, ey. 20.000 Punkte, nicht schlecht. Jetzt muss ich die aber auch noch alle... Ich kann nicht Level upen, ich muss vorher noch hier alles niedermachen. Es verlangt nach mir. Ich kann es doch nicht ändern. Solange da nicht so ein Pogo-Peter noch ist, ist das... Schaffe ich das? Was kann denn da schon noch sein? Der da oben. Okay. Das Gebiet jetzt frei? Wahrscheinlich immer noch nicht. Es hört halt einfach nicht auf. Das Gebiet, das nie enden wollte. Ah, ihr sagt's, mach mal den Wut-Counter. Ja, ich muss den wieder mehr machen. Das ist, hängt ein bisschen immer ab von den Gegnern. Manche haben einen ganz deutlichen Wut-Angriff, wo man es echt sieht, und andere gefühlt nicht so. Ja, okay, ich weiß ja, was du willst. Hier gebe ich Ausrüstung, damit du ausrasten kannst. Hauptgegenstände. Nee, eigentlich will ich dir da diese Sachen wegwerfen. Dreieck, genau. Dreieck, Dreieck. Dreieck, Dreieck, Dreieck. Komm, irgendwas ist dabei, oder? Genau das in meiner Größe. Kaum zu glauben. Gib dir genau dasselbe nochmal. Cool. Du bist nutzlos. Aber süß. Aber das sagen sie auch über mich. Oh, das sieht aus wie einer von den ganz Bösen. Ich will eigentlich, ich sag schon, bevor es nicht klappt, sage ich euch jetzt schon, was ich machen will. Obwohl, den kann ich von hier aus ja sogar schon killen. Aber ich will da runterspringen. Den triggern, rauslocken in das Gebiet, wo er weniger Energie hat, und dann ihn erledigen.
Was ist das nochmal für ein Brenntopf? Ja, vielen Dank. Das war richtig gut. Roof is on fire. Habe ich jetzt beides? Nee, shit. Okay. Das ist ja gar nichts. Nur der hier. Aber irgendwie ist hier auch nichts. Da wäre ich da runtergefallen. Oh, was ist das für ein riesiges, verseuchtes Gebiet? Noch so eine Schlange. Lady. Was ist das für ein riesiges Gebiet? Wie soll ich das denn jemals in einem Rutsch sauber machen? Ah, die wollte ich auch gleich noch benutzen, ja. Oder nimmt sich da was? Dann bedankt er sich und dann spuckt er mir irgendwas wieder raus? Aber das ist doch jetzt nicht besser. Muss ich, macht er mir die Items... Ach, er hat das Shinobi-Gewand verbessert, oder? Das ist ja interessant. Ich dachte, er nimmt das und bedankt sich mit einem anderen, aber ich glaube, er nimmt was und verbessert es dir. Okay. Kurz mal gucken, ich wollte ja Sachen noch ändern. Also, wohl hier habe ich ja auch viele, habe ich hier schon geändert. Ja. So war es. Okay, das und das und das. Habe ich geile Sachen an. Ohne Scheiß. Ja, Raufbold-Helm. Ja, kann man nichts machen. Muss dann halt sein. Nee. Das sieht ja geil aus. Das tausche ich gegen den Speer. Es tut mir leid, ich weiß, viele Leute wollten den Speer sehen. Es ist nur einfach, der Speer ist scheiße. Ich muss ihn noch mal lernen, irgendwo in einem etwas leichteren Level vielleicht. Das hier sieht doch aus wie ein anständiger Schlitzer. So, ist hier noch irgendwo was in der Nähe? Nee, da ist Sensel. Wenn ich hier hochgehe, auch nicht. Wäre doch ganz geil, wenn ihr hier einen Tempel hingebaut hättet. Wäre das nicht eine coole Nummer von euch? Immerhin kann ich am Rand entlang gehen. Ey, habt ihr gesehen? Da war eben noch so ein Nachttopf. Heini. Da. Der steht einfach nur so da rum. War schon wieder so einer. Ich mache erstmal, ich befreie erstmal alles, bevor ich mich um den ganzen Kram kümmere. Na. Na, wo gehst du hin? Nirgendwo hin. Du hast doch bestimmt irgendwo die nächste Treppe.
Nee? Na gut, dann gibt's wohl keine. Gut. Ah, deswegen. Na komm, ich helfe dir ein bisschen. Ups. Ich habe mega Angst, mich mit dieser Schlange da anzulegen, wenn ich mal ehrlich bin. Kann aber nichts machen, ne? Das ist gut. Von hier oben fühle ich mich sicher. Ja, ich wollte durchs Fenster schießen, aber ich habe mich nicht getraut. Fuck, 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 ich habe nur noch einen. Ja, und die sind schon nicht mehr so stark. Die ist natürlich jetzt auch extra stark, weil sie in ihrer eigenen Welt ist. Komm, 9 Schüsse. Ich kann ja sogar noch ranzoomen. Ja! Geil! Alles geschafft, alles friedlich gemacht. Hast du das gesehen, kleiner Mann? Genau, Chat. Snack weg. Die wacke Snack ist jetzt weg. Okay, cool von mir. Mann, der Simon, ein Taktierer vor dem Herrn. Ihr könnt es ja nicht sehen, aber ich bin auch ein Nacktierer. Ah, da ist die Öffnung. Danke. Ja, komm, halt mal runter. Hab natürlich jetzt nichts. Ist hier nochmal so ein Gebiet? Ja, scheiße. Okay, bevor ich dahin gehe, muss ich erstmal das Dorf durchsuchen und aufleveln. Yes.
So, ich werde jetzt, bevor ich den Tempel benutze, noch mal rumgucken, ob hier nicht noch Sachen sind. Weil sobald ich den Tempel benutzt habe, sind ja die ganzen Viecher wieder da. Und das kann anstrengend werden. Irgendwie einmal sicher sein, dass ich hier alles hab. Das Haus hier oben, genau, was ist da oben? Kann man nicht durch. Betreten verboten. Bitte nicht auf die Pflanzen treten. Kann ich mit leben? Oh, nee, ich wollte schon da hinhüpfen, aber das ist ja Wasser. Würde mir nicht gut tun, nehme ich an. Obwohl ich sicherlich stinke, mit all dem Gekröse eingeschmiert. Naja. Das riecht mich ja eh kein Lebender. Die Zeiten sind vorbei. Was ist hier oben? Hier war ich natürlich schon, aber war ich auch an dieser Ecke? Ja. Denke ja. So, was ist noch? Ah, da ist ja echt noch einer. War ein paar Mal ganz knapp an allem vorbei. Komm schon! Okay. Ich muss noch weiter gucken. Es hört nicht auf. Ich kann es ja nicht ändern. Der Simon. Kiste. Wie hier alles fein. Säuberlich. Auslute. Ist da noch irgendwas? Da! Ah! Entschuldigung!
So, wir probieren mal jetzt was. Ich gebe dir mal was richtig Gutes. Mal gucken, wie du dann guckst. Hier, ich gebe dir die Raufbold-Beinschienen. Ne? Die sind nicht schlecht. Die könnte ich noch teuer verkaufen. Okay. Ich habe Bogenschützen Strohsandalen bekommen. Er tauscht also. 50 auf. Ja, besser sind die nicht, ne? Nee. Alles? Ich glaube, ich habe alles. Hier drin ist auch nichts. Okay. Man muss immer sehr vorsichtig sein. Gut. Warte, hier ist doch noch was. Ich sehe es doch. Mein magisches Auge schlägt aus. Gib her den Kram. Ja, wieder nur Klamotten. Nochmal dürrer Knochen und bleicher Ast. Habe ich ja schon. Es ist soweit. Es wird geupgradet und ihr dürft mir sagen, was ich machen soll. Auf welchen Stufen soll ich rufen? Wo soll ich hin? Konstitution. Für die Ausdauer. Oder Herz für mehr Schmerz auch. Wenn ihr euch verliebt, dann tut's extra weh. Oder sowas wie Mut, wie ich eben bewiesen habe. Oder halt auch einfach wie Ausdauer, wie ich hier am Wochenende beweise. Bam. Stärke, sagen einige von euch. Drei, ja, alleine hier lese ich es 4-5 Mal. Ja, okay. Offensichtlich Stärke. Wird gemacht. Und ich brauche immer noch, boah, immer noch 8000. Das ist richtig viel. Richtig viel. Habe ich vielleicht, ja, ach so, ich kann ja erstmal was verkaufen. Dazu muss ich aber erstmal schauen, was ich hier so habe. Das geht diesmal schnell, ich garantiere euch, weil ich habe jetzt dieses neue System. Da geht's alles ein bisschen schneller. Alles weg mit dem Shit. Die behalte ich. Oder kurz mal gucken nach Typ sortieren. Habe ich ja, ne? Ja. Das. 39, 30. Ja, klar, oder? Was man da macht. Und was das Tokemaru angeht. Oh, da habe ich noch ein besseres, ne? Kann das echt sein? Das ist hier wirklich ein bisschen besser. Nein. So. Ja. Okay, cool. Kann ich richtig was verkaufen, meine Freunde. Das hier wollte ich auch noch ändern. Ja. Das Giftding hatte ich mir nämlich reingemacht für die Schlange. Das brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Der Fächer, den wollte ich unbedingt haben. Geil, der gefällt mir. Und da könnte ich... Was ist denn das hier? Feuer. Ist auch immer gut, ne? Drachenflöte, Autograbbergung. Keine Ahnung, was das ist. Aber die Pfeife ist erstmal auch nicht schlecht. So. Jetzt wird wieder verkauft. Jetzt mache ich es mal ganz krass. Ich gehe jetzt auf alle Gegenstände. Ich drücke R2. Das würde ja heißen, er verkauft alle, außer denen, die ich ausgewählt habe. Ne? Das will ich aber nicht. Das ist doof. Bei den Waffen will ich es halt wirklich nicht. Kann ich hier wieder was... Ah, ich kann ja was sperren. Okay, das machen wir mal. Das müssen wir jetzt echt mal kurz machen. Und zwar einmal. Sperren. 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 Sperren, 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 sperren. Moment, welcher von den beiden? Den brauchen wir nicht sperren. Die aktuellen sperre ich auf jeden Fall. Die Strohsandalen kann ich direkt verkaufen. Das. So, jetzt kommen die interessanten Sachen. Tonfa werde ich auch gleich noch mal ausprobieren.
Knochenhaufensperr kann man auch nochmal. Ja, seht ihr mal, was ich für vielen Kram habe. So. Jetzt alles auswählen, was nicht gesperrt ist. Kurz nochmal gucken, dass ich jetzt keinen Fehler mache. Ja. Und alles opfern. Das war gar nicht wenig. Habe ich sogar richtig viel Kram bekommen. 18.000 Amrita. Das reicht, glaube ich. Ja. Wieder auf Stärke. So. Gut war das. Jetzt haben wir diese Seite komplett erledigt. Ordentlich, fein, abgewischt alles. Jetzt gehen wir wieder hier lang. Ich mach die jetzt auch, weil es einfach geil ist. Ich meine, dafür bin ich ja hier. Auch wenn ich die jetzt nicht killen muss, sind sie nun mal da. Alles gereinigt. Wie traurig er da so einen kleinen Lehmbrocken noch hinterhergeworfen hat. Hopp. So, jetzt gilt es mal wieder alles zu reinigen. Fangen wir mal an mit dem. Der sieht groß genug aus. Ein guter erster Anfang. Komm jetzt. Gut. Der war einfach. Scheiße. Scheiße. Natürlich. Das ist ein Riesenfehler. Naja, immerhin habe ich das noch gemacht. Kommst du mit runter? Ach, eigentlich muss ich jetzt viel mehr auch mal wieder den Monster-Konter da irgendwie einsetzen. Der wäre jetzt gerade bei dem Roten gar nicht so schlecht gewesen. Gleich mal merken. Da hat mir die Schlange jetzt geholfen. Gut, Schlange gegen Schlange. Gibt immer eine größere Schlange.
Wo sind sie alle? Ah, irgendwo hier kreuchte doch gerade noch was. Hab dich doch gehört. Ach, der. Tja. How the tables have turned. Es gibt immer noch einen higheren Ground. Selbst wenn du ganz oben bist, ganz oben, dann kommt Snoop Dogg und ist trotzdem noch higher als du. Es geht immer weiter. Mehr Feind. Oh nein! Nicht den! Wirklich alle, nur nicht den! Die Schlangenfrau und dann der Pogo-Peter. Das sind wirklich die zwei absoluten Drecksgegner hier in diesem Spiel. Da kann selbst Rudolf das Rad oder Rolli das Rad, kann auch nichts mehr machen. Nein! Aufgelöst in Blumenblüten. Luft aufgelöst, so eine Scheiße. War das knapp. Hey! Habt ihr es gesehen? Da hat nur noch wirklich, da hat überhaupt nichts mehr gefehlt! Scheiße, ey!
Du kommst jetzt zuerst. Zwei Schläge, ne? Zwei Schläge, die du nicht blocken kannst. Dann haut er ganz feige ab. So, wir nehmen jetzt mal eine andere Waffe. Wir nehmen jetzt mal die eine Waffe. Eingerollt. Jetzt habe ich den noch an der Hacke. Wirklich fast nichts mehr.
kleines fettes Herz nehme ich auch mit. Du kriegst von mir eine Sache. Ich gebe dir diese geilen Armschienen. Lieber Chat, das war doch jetzt kein Schießen. Seid ihr irre? Wenn ich die letzten zwei Kunais, die ich hab, die ich mir gerade eben geholt habe, das ist doch, dafür benutzt man den Scheiß doch. Ich kaufe mir doch nicht den ganzen extra Klumpatsch, um ihn dann irgendwie im Lager vergammeln zu lassen. Seid ihr bekloppt? Das ist doch kein Schießen, wenn ich die Waffen benutze, die der Typ kauft. Ihr seid ja bekloppt. Schießen. Schießen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Spiel. Kauft's euch. Es ist sehr geil. Viel Spaß. Könnt ihr mal gucken, wie das ist. Wie einfach das ist. Unfassbar. Unfassbar. Die heutige Jugend. So. Wo geht's weiter? Oh, da gehe ich nicht lang. Da soll jemand anderes sauber machen. Ich glaube, es ist nur noch dieser eine übrig. Zum Glück habe ich die anderen ja auch gerade schon erledigt. Also gereinigt habe ich's, obwohl dieser eine, ich hatte das Gefühl, da war noch irgendwo ein Dicker übrig. Der hat aber scheinbar da, genau, der hat aber irgendwie nicht dazu gezählt. Wie treu du wär mir so. Pusch. War super. Oh, danke für den Tipp. Kiste auf dem Berg nicht vergessen. Ah, wo ich gleich nochmal hin? Oh, noch eine von denen. So, Mission abgeschlossen. Das war sehr gut von mir. Habe ich denn noch irgendwas? Hier war noch irgendeine Kiste, meintet ihr? Ja, muss ich nochmal hochgehen. Kiste auf dem Berg. Kiste auf dem Berg. Ja, war da oben die Kiste? Nee. Kiste. Ich glaube euch das mit der Kiste. Ich finde sie nur nicht. Wo die Schlange war. Ja, jetzt müsste man sich halt nur noch erinnern. Jemand sehr Kluges könnte sich sicherlich erinnern, wo das war mit der Schlange. Und der würde dann geschickt einfach da wieder hingehen. Hier, ja, hier. Genau, hier war's. Ach ja, genau, die war ja noch. Genau, ich erinnere mich. Danke, lieber Chat. Klappt super bisher. Den hier habe ich jetzt auch, oder? Ja. Wie ist der eigentlich gestorben beim zweiten Mal? Ich habe dem doch, der ist so wiedergekommen. Ja, gut. Hauptsache, er ist weg. Jetzt nicht hinterfragen. Da hinten waren wir auch. Hier ist auch nichts mehr. Nö. Okay. Kann ich da gar nicht runter? Dann halt nicht. So. Fortfahren.
So. Oh, das war sehr gut von mir. Mm. Wie spät ist es eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ist auch egal. Mm. Ich habe keine Ahnung, wie viele Missionen eigentlich noch auf mich warten. Es wirkt so ein bisschen, als wäre es alles erst der Anfang. Und das Original Neo ging also deutlich länger, als man jetzt vielleicht denken sollte. Also ich glaube, wenn es genauso lang geht, dann haben wir noch einige Zeit vor uns oder ihr, wenn ihr es spielt. Scheinbar konntest du die Gefährten desjenigen finden, der uns diese Nachricht hinterlassen hat. Wir haben nämlich eine weitere Nachricht erhalten, auf der steht: Froh, Freunde, zurück. Die Handschrift ist trotzdem fürchterlich. Aber immerhin ist die Person glücklich und das ist es, was wirklich zählt, oder? Ja. Da ist noch eine Mission, der gierige Jäger. Okay, die machen wir auch gleich. Neues gibt's hier auch nicht. Gut. Hey, wir haben wieder einen Auftrag von Meister Dosan bekommen. Vermutlich will er uns daran erinnern, wer hier das hier sagen hat. Wir sollen uns wieder um ein paar Yokai kümmern. Es werden aber wohl schon ein paar Leute losgeschickt, aber keiner von ihnen ist zurückgekommen. Das macht dir doch keine Angst, oder? Dachte ich. Dann mal los. Ich drücke hier gleich, aber vorher machen wir kurz ein bisschen Werbung. Ihr kriegt jetzt noch ein bisschen Zeit, um euch, weiß ich nicht, angesichts dieser ganzen coolen Fighting-Action einfach wieder abzukühlen und runterzukommen. Und im Jetzt zu sein und mir gleich weiter dabei zuzugucken, wie ich Neo meistere. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und dann sehen wir uns in 5 Minuten oder so wieder. Bis dann.